Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Gerade heute, wo es darum geht, Mugen zu retten, der hier am Pranger steht. Beziehungsweise, das ist eigentlich kein richtiger Pranger. Aber man sieht es, Mugen geht es gar nicht gut. Und wir wollen ja vermeiden, dass er endet wie ja, all die anderen Dorfbewohner, die hier so vereinzelt herumliegen oder auch in Gruppen. Ja, und wir haben uns ja schon durch diese Map hindurchgearbeitet, größtenteils. Mit unserem Takuma und mit unserer Yuki. Und nun geht's auf den Endspurt zu, um Mugen zu befreien. Und ja, wie wollen wir das angehen, ne? Ich habe mir noch keinen Plan gemacht. Also ich habe das Spiel jetzt auch seit einigen Tagen nicht mehr gespielt. Von daher muss ich mich auch gerade wieder ein bisschen reinfinden. Ich würde halt mal sagen, wir gehen erstmal in diese Büsche hier. Das klingt auf jeden Fall safe. Ah, aber aus der Richtung. Da können wir ja nicht auch hochrennen. Mugen. Ich finde ja, Mugen sage ich schon. Takuma hier mit seinem Holzbein, dass er gleichzeitig sein Scharfschützengewehr ist. Wie ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Episode erfahren habe. Das finde ich schon witzig. Also das hat schon ja, sowas wie Stil. Ah ja, hier ist ja auch eine Wache, die müssen wir als allererstes ausschalten, bevor wir hier rein können. Den können wir, glaube ich, relativ einfach ausschalten. Wenn er wieder zu dem Wagen kommt, ich lege einfach mal... Sieht das irgendjemand? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich lege einfach mal hier eine Falle hin. So. Also der darf es nicht sehen. Und wenn der Typ da jetzt wieder anmarschiert kommt, wer ist denn das überhaupt? Der da? Dann werde ich pfeifen und hoffe, dass er dann hinter den Wagen dem Pfiff folgt und dann in die Falle läuft. Ich glaube, das funktioniert auch. Also ich glaube, das würde ja kein großes Problem. Berühmte letzte Worte, ne? Das hatten wir ja schon oft. Ja, dann sind wir mal gucken. Also hinter dem Wagen bin ich schon mal gut in Deckung. Und jetzt pfeife ich halt mal. Und hau dann gleich ab. Ja. Und jetzt darf ihn bloß keiner sehen, während er hier seine letzten Zuckungen durchführt, weil das ist immer so die kritische Phase, ne? Wenn die nicht gleich tot umkippen, sondern erst noch ein bisschen rumzucken, da kann es halt schon passieren, dass das irgendeiner mitkriegt. Aber das lief jetzt ganz gut. Die Falle heben wir natürlich wieder auf und jetzt gehen wir in die Büsche. Ja, die Leiche, wollen wir die weg? Naja, brauchen wir nicht wegtun, oder? Die sieht da eh keiner. Und jetzt gehen wir hier hin. Jetzt speichern wir erstmal, ne? Weil speichern und ist ja so ein bisschen das Problem von mir, ne? Ach, das ist der Verhörmeister hier. Oh. Also Yuki ist halt schon eine Meisterkillerin mittlerweile, ne? Sieh, Mugi. Yuki. Mugi! Was passiert, wenn man Mugen und Yuki vermischt, dann kommt Mugi raus. So, wie komme ich denn zu dem Typen da oben? Ah, okay, da ist eine Leiter. Gibt es hier auch irgendwo was zum Hochklettern? Ja, das ist natürlich blöd. Das heißt nämlich, dass ich den eigentlich nur von, ja, abschießen kann. Mal kurz, na? Naja, wobei, schauen wir es nochmal aus der Richtung an. Wenn wir, ist halt echt heikel jetzt. Achso, den sollten wir vielleicht als allererstes hier wegmachen. Das kann ja Takuma. Also mir fällt hier immer ein, wenn ich alles wegmachen muss. Ne? Ich glaube, wer den da oben, das sieht ihn ja keiner, wenn ich den jetzt erschieße, oder? Nee, das ist gut. Okay, also den haben wir schon mal gut weggemacht. Hat keiner gemerkt. Und hier Mugen wird halt echt... Der arme Mugen. Also, das wird dieser Typ hier büßen. Jetzt speichern wir erstmal. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Typen da oben erstmal wegkriegen. Ne? Die Wache. So, der hier sieht ja ein bisschen was. Da müssen wir aufpassen. Ja. Ja, machen wir das mal so. Also die Falle muss halt so gelegt werden, dass ihr Aktivierungsradius nicht im Sichtbereich von dem Knaben hier ist.
Ich meine, die hätte ich halt auch erst ausschalten können. Das sind zwei, da müsste ich mit dem Schattenmodus arbeiten hier. Und den benutze ich ja nicht so gerne. Also, ich vergesse es halt immer. So, und wenn wir jetzt pfeifen, kommt er dann runter? Oder muss ich den jetzt echt erschießen? Ja, er kommt. Zack! Jetzt kämpft er noch ein bisschen und jetzt Ende Gelände. Wunderbar. So. Und jetzt sind auch eigentlich fast alle weg. Also dieser Sichtradius nervt noch ein bisschen. Ich überlege gerade, macht das jetzt Sinn, die da zu erledigen? Ja, Mugen. Also wenn ich jetzt Mugen befreie, der könnte ja mit seinem komischen Wirbelwind oder wie das Teil heißt, die beiden relativ easy ausschalten. Viel einfacher als Schattenmodus. Der einzige, den ich eigentlich noch ausschalten muss... Ah, nee, den muss ich auch noch wegmachen. Ach, Mist. Den, also ich übersehe schon wieder alles, ne? Ich sehe wieder nichts vor lauter Gegnern. Okay, dann muss ich die doch irgendwie platt machen. Die beiden hier und natürlich dann auch den. Denn der überblickt den ganzen Platz. Und dann noch den. Die, glaube ich, stören mich nicht. Aber die sind da hinten ja... Die könnte ich mal so aus Prinzip irgendwie mit umbringen, weil... Guckt mal, was die gemacht haben. Die haben ja die ganzen Dorfbewohner scheinbar weggemacht, umgebracht. Und ja, das sollten wir schon aus Prinzip bestrafen, aber jetzt machen wir erstmal, hier sind halt auch noch welche, ne? Ich weiß gar nicht, muss ich da rechts überhaupt hin? Erstmal nicht, ne? Step by step. Also die da hinten interessieren mich nicht und was hier rechts erstmal vonstatten geht, interessiert mich auch nicht. Denn mein Auftrag lautet, Mugen zu befreien und das wird jetzt als allererstes mal gemacht. So, und wie machen wir jetzt das? Hier sind dann zwei Samurais. Das ist ja auch ein Nadelöhr. Also, wie man die dann ausschalten soll. Puh. Ja, sogar drei, ne? Aber der läuft hier seine Runde. Ja. Okay, kann ich da auf das Dach? Geht es? Aber nur mit Yuki. Also ich muss jetzt auf jeden Fall Schattenmodus anwenden, ne? Weil anders wird es nix. Ich muss jetzt quasi zwei Wachen mit einem Schlag erledigen, damit kein Alarm ausgelöst wird. Und dieser Schattenmodus ist schon top. Also das hätte ich mir damals auch bei Kommandos gewünscht. Bei Desperados gab es ja was Ähnliches, ne? Irgendwie. Da gab es ja auch so simultane Aktionen. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Bei Desperados ist, um ehrlich zu sein, mit diesem Spiel ja fast mein Lieblingsspiel von diesem Genre. Also es gefällt mir sehr gut. Ja. Okay, Schattenmodus. Was wollen wir machen? Takuma kann mal die Wache im Schattenmodus erschießen. Und Yuki wird zeitgleich, sobald wir den Schattenmodus auslösen, wird zeitgleich hier diesen Killerangriff von oben machen. Und jetzt speichern wir mal kurz und jetzt probieren wir es mal aus, weil der hier kann eh gerade nicht zugucken. Zack! Hast du es gesehen? Oder habe ich jetzt... Ich habe es jetzt selbst nicht wirklich bemerkt, weil ich einfach zu schnell war. Also nochmal. Hier rechts, ne? Zack! Hat funktioniert. Okay. Also Schattenmodus, ich glaube, mein Leben wäre einfacher, wenn ich das öfter benutzen würde. Aber da bin ich irgendwie uneinsichtig. Oder beziehungsweise ich vergesse es halt einfach nochmal. Ich vergesse es regelmäßig. Und wie erledigen wir den Typen jetzt? Ah, oh, der kann ganz gut weit sehen. Das war nicht ungefährlich. Wir gehen jetzt einfach mal in den Busch hier. Und es sollte ihn ja eh keiner mehr sehen. Wir rennen jetzt einfach mal, ich speichere mal. Wir rennen jetzt einfach von hinten um. So. Einfacher geht's doch gar nicht. Komme ich jetzt hier auch runter? Tatsächlich.
Ja, okay. Bringt mir aber nichts. Also ich kann jetzt genauso gut wieder runtergehen. Und den alten Mann nehme ich auch gleich mit. Also hier oben bin ich fertig. Die beiden, also wie weiter oben interessiert mich ja nichts, weil wie gesagt, es geht es um die Befreiung von. Oh! Es geht es erstmal um die Befreiung von Mugen. Ah ja, die kann ja springen. Wie praktisch. Hier haben wir noch einen. Ah ja, okay. Ah ja. Ja, ich glaube, der wird kein Problem. Läuft, habe ich im Gefühl. Also das einzige Problem jetzt noch hier, um Mugen zu befreien, ist der Samurai und der Genosse hier. Aber den, glaube ich, können wir wieder durch unseren Falkenangriff, wie ich den jetzt mal schön nenne oder taufe, diesem Angriff aus der Luft. Glaube ich, können wir den Typen hier ganz gut platt machen, denn der Samurai ist ja auf Mugen konzentriert. Der guckt nicht groß um die Gegend. Er guckt nicht gerade sehr viel durch die Gegend, wollte ich sagen. Und das heißt doch, ich speichere mal, wenn der jetzt hier, der läuft doch hier vorbei und ja, kann doch Lupi ihn anjumpen, oder? Jo. Ja, und die beiden, die haben überhaupt keinen Daseinszweck. So, jetzt gehe ich mit Yuki hier hin. Und Takuma schießt jetzt einfach den Typen hier nieder. Der geht jetzt in die Knie, liegt jetzt hier so rum und jetzt kann Yugi ihm den Gnadenstoß geben. Oh, das Geräusch dabei, ne? Okay, cool. So, und jetzt auf Mugen befreien. Oh, und der freut sich. この子に借りができたの。おお、ユキ殿。そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませんぞ。では、生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。 Ah ja, okay. Ja, also wie man sieht, Mugen ist ja noch ohne Ausrüstung. Also was heißt ohne Ausrüstung? Wir wissen ja, was Mugen normal trägt, nämlich eine Samurai-Rüstung und zwei Schwerter, zwei Katanas. Und die liegen wohl hier. Und die hole ich mir jetzt. Und dann kann ich ja den Wirbelwind gleich mal in den dreien hier ausprobieren. Deswegen habe ich sie ja auch aufgespart. Genau für diesen Zweck. So. Sah der schon immer so aus, echt? Hat ja eine witzige. Ah, der Bart ist noch witziger als die Frisur. Ah, deswegen. Hab mich doch gewundert, die Frisur ist mir noch nie aufgefallen. Ja. So, und jetzt diese Wirbelwindattacke. Oder wie heißt das Teil? Wo steht das jetzt? Oh, da steht durchdringt keine Samurai-Rüstungen. Das wusste ich gar nicht. Und das hier hatten wir schon immer? Donnerbüchse? Hatten wir schon immer oder ist das neu? Ist mir noch nie aufgefallen. Das durchschlägt Samurai-Rüstung. Also Mugen ist ja eh der einzige in unserem Kader, der tatsächlich Samurais killen kann, ohne eben sie zuerst, wie wir es hier gemacht haben, niederzuschießen. Also der kann die auch mit dem Katana killen. Jetzt hat er auch noch eine Fernkampfwaffe. Interessant. Also konzentriert sich weiterhin alles auf Mugen leider. Also ich hätte gern noch einen anderen Charakter gehabt, der Samurais ausschalten kann. Ja, egal. Wie weit ist da die Reichweite? Ja, genau wie bei den anderen Pistolen. Ja, und deshalb müssen wir eigentlich nur hier hinrennen und unseren Samurai-Angriff durchführen. Zack! Und alle tot. Easy peasy. Easy peasy, es fließt noch ein bisschen Blut raus. Oh, schon brutal. Also diese Mission irgendwie, boah, echt brutal irgendwie. So, und der Mugen muss auch mal in die Kniehaltung gehen. So. Ja, und jetzt? Also ich weiß nicht, die beiden, die werden verschont. Ist ja die Frage, wo müssen die jetzt hin? Hab wieder nicht aufgepasst. Haben die jetzt irgendwas gesagt? Wir haben jetzt die Kleidung da geholt oder die Ausrüstung.
sei nicht weiter aufgepasst. Questlog. Befreie die Bauern. Hinterhof. Stelle. Ah, okay, die weißen Punkte hier in der Map. Ich mach die mal größer. Das Schöne ist, wenn man es größer macht, sieht man auch, wo die Gegner rumlaufen. Und das überrascht mich jetzt, weil dieses ganze Gebiet hier immer noch ausgespart wird. Ne? Das heißt, oder komme ich da jetzt nicht anders hoch? Wo sind jetzt? Lauf doch schon mal hier vor. Wo sind die denn jetzt? Ach, da oben. Gut, hier ist natürlich complicated, da durchzukommen. Mit Mugen sollte das aber schon gehen. Und hier, ist das viel einfacher? Strohhüte. Reden die hier. Ich mag Japanisch. Also, ich sag das jetzt nicht, weil mir Yukis Stimme gefällt. Ich finde, Frauen klingen eher nicht so toll. Die klingen immer ein bisschen hysterisch. Aber gerade so bei Mugen finde ich, dass das so schön hart klingt. Also durch Anime und ähnliches kenne ich auch so japanische Serien und so. Und da finde ich die Stimme schon eigentlich immer ganz gut. Also Japanisch ist eine schöne Sprache, wenn die Frau nicht gerade so hysterisch kreischen. Also keine Ahnung, ich sehe jetzt noch keinen Grund, warum wir hier runter müssten. Vielleicht müssen wir das gar nicht machen. Wir müssen aber dann hier durchkommen, ne? Ja. Oder wir erledigen halt einfach die vier und können dann hier das Treppchen hoch und sind dann, naja gut. Ja, Qual der Wahl, ne? Qual der Wahl. Also Yuki kommt da schon mal hoch, ne? Hier. Und naja gut, die Strohhüte hier auszuschalten. Da glaube ich, müsste ich ordentlich Munition opfern. Ich meine gut, Yuki hat noch 3 Schuss. Mugen hat noch, Takuma hat noch 2 Scharf. Schützengewehrschüsse, sagt man das so. Und Mugen hat halt noch 2 mit seiner Donnerbüchse. Gegen Samurai. Ja, die würde ich aber auch gerne mal ausprobieren. Deswegen würde ich sagen, wir speichern mal kurz. Kann schon mal nichts passieren. Dann gehen wir mal hier hinter, das haben wir gut in Deckung. Ups. Huh! Der hat eine ganz schön gute Sichtweite hier, der Knabe. So, und Yuki. Yuki hat jetzt erstmal den Auftrag, hier hochzugehen. Ich glaube, das ist ja der einzige Aufgang, außer das hier. Außer wir wollen hier in den Sichtkegel der Samurais laufen, was nicht sehr wünschenswert ist. Ja. Hier kommen wir dann auch hin. Dann glaube ich, können wir auf den hier runterjumpen. Den können wir dann in der Hütte hier verstecken. Ah, ich schmiede Pläne. Ich bin heute richtig kreativ, merkt ihr? Läuft, ne? Habe ich überhaupt schon mal neu laden müssen? Ja, gut, ich habe einmal neu geladen, aber ich glaube nicht, weil ich gestorben bin. Ich wollte euch nur hier nochmal diese Aktion zeigen. Ja, wie machen wir jetzt diese Samurais alle? Also ich wollte ja Mugens Donnerbüchse ausprobieren. Mal gucken, wie viel Reichweite die hat. Also bis hierhin kann ich ja gehen, ohne dass der Typ mich sieht. So, reicht das? Ja. Das heißt, den könnte ich niederschießen. Problem. Da steht ja noch einer, ne? Und auf die müssen wir auch achten. Der hier? Ah, der sieht es auch. Aber wenn wir den niederschießen, wenn der Sichtkegel gerade rausgeht, müsste es doch eigentlich reichen. Aber ich nehme mal an, der macht auch wieder hier so ein Überlebenskampf, so diese 3 Sekunden rumzucken. Das machen sie ja alle, ne? Steht es hier vielleicht? Todeskampf, ja. Todeskampf. 1 Sekunde, ja, das geht fix. Das geht richtig schnell. Das ist gut. Oder? 1, 2. Ja, das reicht. Und Yuki müsste halt diesen Samurai zeitgleich niederschießen, ne?
weil damit er dann quasi keinen Alarm auslöst. Und Mugen muss dann halt sofort weiterrennen und den hier nieder dolchen. Außer gar erdolchen, ja. Und die Leichen müssen wir dann auch schnell wegschaffen, weil die Genossen hier, die laufen ja hier ihre Runde, ne? Boah, ob das so funktioniert? Puh, da haben wir aber ganz schön was vor, ha? Also ich brauche auf jeden Fall wieder einen Schattenmodus. Ist heute mein Schattenmodus-Tag, glaube ich. Ups, na, das war jetzt wieder Quatsch. Also wir nehmen erstmal Mugen und sagen Mugen, er soll den hier erschießen. Gleichzeitig soll Yuki, nee, Yuki auf den hier schießen. So. Also die Falle ist gesetzt. Und sobald ich diesen Schattenmodus ausgelöst habe, und da müssen wir halt erstens darauf achten, dass die gerade zurücklaufen, ich speichere mal, dass die gerade zurücklaufen und der hier eben gerade seinen Sichtkegel nach oben wandern lässt. Gleich nachdem die dann am Boden liegen, muss halt Mugen den noch erdolchen. Und dann müssen die beiden halt schnell die Leiche wegtragen. Ne? Ob das funktioniert, ist die andere Frage. Probieren wir es einfach mal aus. Ne? Probieren geht über Studieren. Also wir achten drauf. Und jetzt! Zack. Und Mugen. Und Yuki muss den anderen wegtragen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Yuki, hopp. Ah ne, Yuki muss den wegtragen, ne? Puh. Okay, also dafür habe ich jetzt einen Orden verdient, oder? Hat funktioniert. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Klasse. Also ich meine, der Schattenmodus hat schon seine Daseinsberechtigung, ne? Wenn man den benutzt, werden viele schwierige Situationen durchaus einfacher. Aber ich bin halt meistens zu faul, den Schattenmodus zu benutzen, ne? Außer heute. Heute bin ich irgendwie, weiß nicht, bin ich so in meinem eigenen Schattenmodus, glaube ich. Jetzt gehen wir hier hoch. Und hier hoch. Und jetzt probieren wir das hier aus. Und ich speichere erstmal, ne? Wenn mir mal so ein super, so eine super Aktion schon gelingt, springen wir da mal runter. Ohne jetzt groß zu gucken, ob das irgendeiner sieht, ja, war gar nicht so ungefährlich. So, wir gehen auch mal rein, weil da kommen wieder die beiden Kasper. So, puh. Was mich jetzt mal interessieren würde, ne? Was passiert denn, wenn ich diesen Wirbelwind da mache gegen den Samurai? Wehrt er das dann bloß ab, oder? Das ist ja ein normaler Soldat, ne? Kann ich den eigentlich irgendwie rauslocken, wenn ich hier zum Beispiel so eine Flasche hinwerfe? Ah, blöd, genau, außerhalb der Sichtweite, glaube ich. Ja, wie schalte ich jetzt die beiden aus? Also ich meine, klar, ich könnte einfach wieder den einen weg. Gut, hier oben brauche ich auf jeden Fall nochmal Mugen oder eine Pistole plus Messer. Und die hier. Ja, also am einfachsten wäre wahrscheinlich wieder Schattenmodus, ne? Dass ich quasi irgendwie beide hier in das Haus rein tue. Ich weiß gar nicht, geht es, wenn ich jetzt Schattenmodus. Muss ich mal ausprobieren. Würde die dann das Haus verlassen, wenn ich jetzt sage, Schattenmodus Yuki hier hin? Ah ja, es geht. Aber wie gehen dann schnell rennen? Weil das wäre dann quasi Zeit. Oh. Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Ne? Habe ich doch glatt vergessen, Mugen zurückzuziehen. Vor lauter Denken. Also, weg mit dir, Mugen. Wenn ich jetzt quasi sage, Schattenmodus, du rennst hier hin. Rennst du jetzt? Ah ja, tatsächlich. Also Doppelklick, dann rennt sie auch raus.
Alles checkt das System, ob ich eben einmal klicke oder zweimal. Das heißt, ich gehe jetzt mit Mugen. Er hat ja Kuma nicht. Ich gehe mal mit Mugen auch hier hoch. Ups. So, jetzt sind die beiden noch da drin. Wenn ich jetzt quasi, wenn die beiden, Achso, das sind die, oder? Also die Wache könnte das sehen. Ja. Wobei, wenn beim Zurückgehen würde es ja passen. Ich speichere mal kurz. Wenn ich jetzt quasi, ich probiere das jetzt einfach mal kurz aus. Wenn ich jetzt quasi Yugi im Schattenmodus das Kommando gebe, du erdäust den hier Doppelklick, damit sie rennt. Und Mugen gebe ich den gleichen Befehl mit Doppelklick, dass er den Samurai erdolcht. Ich will es jetzt nur mal ausprobieren. Oh shit. Okay. Also das Problem war halt jetzt, dass die gerade aufgepasst haben. Ah, mein Handy. Okay. Das ist natürlich doof. An der Stelle. Wo gucken die eigentlich jetzt hin? Ja, oder halt, wenn sie da stehen, ne? Ich glaube sogar, das ist die bessere Variante. Dass sie quasi, wenn sie hier hinlaufen, dass ich dann diese Aktion auslöse. Also wir probieren es nochmal. Wen habe ich jetzt? Mugen? Mugen erledigt den... Nein. Das war Quatsch. Nein. Kommando zurück. Mugen. Gar nicht so einfach, ihn mit Doppelklick zu treffen, diesen Samurai. So. Ich hoffe, der rennt jetzt dann auch. Und Yuki kriegt halt diesen anderen Typen. Ach Mist. Jetzt habe ich wieder Mugen gehabt. Ach, dieses Fitzel, das Arbeitszeug. Ach, jetzt rennt er einfach raus. Jetzt sind beide draußen. Okay, wegen mir. Dann machen wir es halt mal wieder ganz oldschool-mäßig. Ach, Mugen kann den doch nicht killen. Ja doch, aber es dauert. Also Mugen kann den Samurai killen, aber die fechten kurz ein kleines Duell aus und es dauert. Also ich brauche auf jeden Fall Yuki. Muss ich halt nochmal probieren. Wo sind denn die beiden gerade? Ah da. Schattenmodus. Du erledigst den. Und Yuki. Schattenmodus. Erledigst den. Na! Ach Mensch. Also Yuki. Schattenmodus. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Nicht betäuben. Killen. So. Also jetzt werden mal die Prämissen gesetzt. Alles, was jetzt noch bleibt zu tun, ist warten. Und da kommen sie ja schon. Jetzt bin ich echt gespannt, ob die Guten innerhalb der kurzen Zeit, wo die beiden hier stehen, hier runtergesprintet kommen. Und dann halt auch noch zeitgleich zustoßen. Ne? Naja, gleich wissen wir es. Ich speichere mal kurz. So, und jetzt können sie ja schon mal ein bisschen rennen. Ja. Okay, Yuki wurde leicht verwundet. Aber das, das ist kein Problem, finde ich. Also Yuki hat halt jetzt einen Lebenspunkt verloren von 4. Sieht man hier, ne? Aber das ist schon in Ordnung. Samurai hat halt mal kurz gezuckt und eine Watschen verpasst. Aber das hält Yuki aus. Und wir haben ja sogar Heilsalbe, ne? Genau, eine. Ja, aber jeder hat eine. Ja, das ist ja null Problem. Ganz ehrlich, wie viel heilt denn so eine Heilsalbe? 3 Schadenspunkte, ja, das ist ja. Da kann ich ja mal richtig metzeln, ohne Gewissen. Bin ich eigentlich viel zu vorsichtig, oder?
Ich meine, schaut mal, Mugen hat hier 10 oder so Lebenspunkte. Der kann sich ja quasi hier durchschlagen. Und zwar wortwörtlich. Ja, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch die beiden hier. Können die eigentlich über die Barrikade sehen? Ja, ein bisschen. Ne? Und hier den. Kommen wir hier hoch? Ja. Also, ich speichere mal, denn es war ja eigentlich von Erfolg gekrönt mal wieder. Ja, ich bin heute scheinbar ganz gut drauf in dem Spiel. Problem? Ah, Problem. Ne? Der sieht den. Das heißt, ich müsste den erstmal weglocken. Ich speichere und pfeife einfach mal. Mal gucken, was er tut. Wie sich die Wache verhält. Okay. Die kommt jetzt scheinbar ums Haus. Nee. Ich pfeife nochmal. Ja. Ja. Ah! So ein Mist, aber schlecht war es nicht, ne? Also es hätte schon funktioniert, wenn ich jetzt nicht Pech gehabt hätte und diese Typen gerade hier hochgelaufen wären. Aber das kann man mal wieder probieren. Ich kann sogar hier rüberlaufen. Was bringt das? Also ich kann auf jeden Fall mal schon pfeifen. Jetzt muss ich halt nur darauf achten, dass die dann gerade wieder runterlaufen. Damit ich quasi problemlos den Typen hier niedermachen kann. So. Und diesmal hat es keiner gesehen. Boah, okay. Cool. Haben wir das auch. So, wie mache ich die beiden fertig? Wir speichern mal. Und jetzt kann doch eigentlich... Können wir jetzt nicht hier einfach komplett... Oh, nein, können wir nicht. Ja. Das war ein bisschen arg arcade-lastig jetzt. Aber eigentlich müsste es doch gehen, dass wir einfach mit Mugen... Quasi, wenn die hier rum hampeln, mit Mugen hinrennen, Whirlwind, und der hier dürfte es noch nicht mitbekommen. Und sonst gibt es keinen, der es mitbekommen könnte. Das hier sind ja Verbündete, ne? Das sind ja die armen Dorfbewohner. Also, wenn ich mich jetzt hier hin positioniere, ja, jetzt bin ich wieder im Schatten, also in der Deckung. Ja. Hat doch funktioniert. Und jetzt kann ich ja sogar den Samurai, ich speichere mal kurz, killen. Es gibt jetzt ein kleines Duell. Aber Mugen macht den natürlich problemlos alle. Und jetzt können wir unsere Truppen gemütlich versammeln. Denn der letzte Gegner ist dieser Samurai und den machen wir genauso kaputt wie den gerade. So. Jo. Und jetzt haben wir es doch, oder? Hier oben. Ach du grüne Neune. Ach du Zivilisten steuern. Ja, ist ein Problem. Na komm, komm mit. So, dann kommt ihr halt auch mit. Ganze 5 Dorfbewohner haben überlebt, sehe ich das richtig? Dass der Rest vom Schützenfest tot ist. Ist schon ein bisschen bitter, oder? Ja, okay.
Also es ist halt echt. Die haben jetzt echt alle umgebracht, bis auf diese fünf. Boah. Solche Barbaren. So, und jetzt müssen wir hier runter zu dem X und dann haben wir es, oder was? Ja, das ist ja nur noch Laufen. Das sieht uns überhaupt keiner mehr. Das heißt, ich konnte das hier rechts tatsächlich komplett außer Acht lassen. Oh. Mist, Mist, Mist. Habt ihr gesehen? Was ist das denn jetzt? Ah, oh, zu früh gefreut. Jetzt bin ich halt ein bisschen Wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder? 7. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Hoch! Und die haben sich jetzt natürlich auch so positioniert, als würden sie erwarten, dass hier jemand zu fliehen versucht, ne? Ich meine, ganz ehrlich, wer positioniert sich denn so, wenn er in eine Basis zurückkommt? Die gucken ja in die Basis, als würden sie quasi mich hindern wollen. Es wirkt irgendwie ein bisschen arg konzipiert. Gut, haben wir schon gespeichert? Wie schaut's denn jetzt aus? Wo gucken denn die jetzt alle hin? Okay. Blöd. Etwas doof. Ja. Naja. Ja, ich überlege nur gerade, ob wir das jetzt noch angehen sollen oder ob wir jetzt einen Cut machen. Ich glaube tatsächlich, ich muss halt auch mal überlegen, das sind jetzt 7 Mann, ne? Wenn ich jetzt quasi ganz schnell durchrushen will, der hat noch einen Schuss. 3. 5 Schuss. Aber wir dürfen natürlich trotzdem keinen Alarm auslösen. Ne? 1, 2, 3, 4. Also die hier sind ja das große Problem. Ne? Wenn die weg sind, kann ich die hier ausschalten. Ist halt die Frage, den hier hinten muss ich als erstes ausschalten. Und da brauche ich auf jeden Fall Takuma. Wird halt ein bisschen eine längere Folge heute. Erstmal speichern nochmal. So, ich hoffe hier, ist das eine Kaserne? Oh, was passiert, wenn ich da jetzt schieße? Wollte ich eh schon immer mal ausprobieren. Kommen dann Soldaten raus? Also den hier kann ich erledigen. Glaube ich. Ja. Hat keiner gemerkt? So, und jetzt habe ich noch einen Schuss. Wie schaut's denn aus? Der hier, der ist unsichtbar. Für den Rest. Der hier, den mache ich auch noch weg mit dem Scharfschützengewehr. Warum? Weil, oder muss ich? Dreht er sich oder schaut er nur in die Richtung? Weil dann ist mir eh egal. Dann kann es mir eigentlich egal sein. Dann kann ich nämlich mal überlegen. Die sehen sich ja auch nicht gegenseitig, ne? Das heißt, die kann ich ja eigentlich auch relativ easy erledigen. Okay. Also ich würde sagen, Yuki. Wo ist eigentlich Yuki? Yuki? Oh. Das war halt jetzt blöd. Jetzt wurde die echt gesehen. So, wo waren wir? Ah ja. Abgespeichert. Bevor ich den hier erschossen habe, also schieß mir ihn nochmal. Kommt ja eh nichts bei rum. So. Und wie schaut's jetzt hier aus? Die schauen sich alle gegenseitig an. Ja. Gut. Dann nehmen wir jetzt Yuki. Ach, da steht die deswegen. Speichern. Und jetzt kann es hier losrennen. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh. Mann, der hat aber gute Reichweite, ey. Wollen wir mal schauen. So halt weiter kriechen oder kniend uns fortbewegen. Kommen wir eigentlich dahinter? Ja, kommen wir. Kommen wir nicht. Kann halt nicht über den Zaun springen, ne? Hüpft von Dächern auf Gegner und sticht die, aber kann nicht über Zäune klettern. Ist ein bisschen traurig. So.
Die Wache ist, glaube ich, kein großes Problem. So. Mal kurz. Nee, sieht keiner, oder? Nee, also wenn ich mich hierhin schleiche und ihn dann erdolche, sollte das keiner mitbekommen. Jupp. Und jetzt wird es halt nochmal heikel. Wobei, wenn ich jetzt hier eine Falle hinlege, und dann pfeife, locke ich doch die Wache an, oder? Ja. Oh. Ja, der hat jetzt wohl die Leiche gesehen, ne? Aber interessanterweise, er hat zwar Alarm ausgelöst, aber aus der Kaserne kommt keiner. Wenn ich jetzt nochmal pfeife. Also solange die keinen Alarm auslösen, ist es mir egal, ne? Jetzt hat er geschossen, jetzt hat er. Nee, immer noch nicht. Ah, doch, da. Da kam einer raus. Da kam einer raus, aber halt auch nur einer. Geht er jetzt da rein und holt Verstärkung? Nee. Nein, ihr seid hoch konzentriert. Aber da jetzt der Alarm eigentlich gar nichts bewirkt hat. Oh, wo laufen sie denn jetzt hin? Haben sie etwas gefunden? Ist halt jetzt halt, ja, ich glaube, jetzt sind sie wieder auf ihrer normalen Position, oder? Jetzt kommt der hier. Aber der ist mir halt auch egal. Ja, keine Ahnung, der läuft jetzt wahrscheinlich hin und her, ohne genau zu wissen, was er eigentlich will. Wir heben mal die Falle wieder auf. Und legen einfach. Kann ich den nächsten noch mal anlocken, pfeifen? Ach, nee. Okay. Der ist halt noch ein Problem, ne? Weil der sieht die beiden hier. Der ist eigentlich das einzige Problem, den kann ich jetzt eigentlich noch mal wegschießen, oder? Zack. Erledigt. Das sieht halt der jetzt wieder, ne? Aber so what? Oh. Jetzt sind noch mal zwei gekommen. Es wird nicht weniger. Okay, ich muss das jetzt mal beenden hier. Ich würde sagen, ihr rennt jetzt alle mal hier runter hoch. Ach, können die nicht ducken oder was? Oh, Pause, 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 Pause. Wo ist hier die Pause? Ah, damn it. Okay. Das war irgendwie alles nix, ne? Das war eher so ein Haut drauf. Dann machen wir jetzt an der Stelle mal einen Cut. Und machen das nächste Mal weiter. Und dann können wir uns ja auch gleich das nächste Intro anschauen und die nächste Mission anspielen, was ja eigentlich auch einen gewissen Reiz hat. Und ich mache das hier nochmal ordentlich, ohne jetzt hier quasi wild um mich zu schießen. Und dann sind wir ja schon mit der Level fertig. Also, ich denke, das kostet uns nochmal. Ja, kommt drauf an. Ich werde es jetzt nochmal kurz probieren, vielleicht schon mal ein bisschen vorspielen. Kostet uns das 5 Minuten.
Und dann fangen wir an mit dem nächsten Level. Derweil danke ich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.